Sates and Prague, was ist denn mit diesem... Mart, irgendeinen Mart hatte ich doch noch. Sorry. 240 für so ein Viech. Und was haben wir hier? Bauplan. Der Drachenschlag. Ah, Boxhandschuhe. Und da bauen wir dran. Motorrad. Motor. Ach du Scheiße. Was für kranke Rezepte es da gibt. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich gehe mir mal ein bisschen da draußen hauen. So, dann ist das Ding nämlich kaputt. Und dann hole ich mir die Boxhandschuhe und ich brauche noch einen Motor. Der steht da hinten dran. Muss ich jetzt erstmal die Dame da aus dem Weg. Ei, caramba. So, Boxhandschuhe. Kombi. Und dann zeig mal, was das drauf hat. Ach du heilige Scheiße. Meine Schuld. Ey, bleib da, Drachenkopf. Ich brauch dich. So, die Axt ist gleich kaputt. Da hau ich mich doch da draußen mal ein bisschen gütlich. Na komm her, ihr Penner. So, und jetzt die Drachenfäuste. Heilige Scheiße. Hayuken, ach du Scheiße. Wer diesen Ausspruch kennt, ist gut. Ich bin keine Zielscheibe. Aber ja, diese Drachenfäuste sind geil. Es macht einfach Spaß, einfach rumzublödeln und einfach Zombies niederzumähen. Vor allen Dingen, weil die Hauptmission ja anscheinend jetzt stoppt, bis wir uns dazu entschieden haben, weiterzumachen. Eigentlich der perfekte und ideale Zeitpunkt, sich ein bisschen zu scalen und hier die Baupläne etc. zu finden. Ach, Entschuldigung, Annie. Ich glaube, mit den Waffen sollte ich vielleicht mal eine richtige Zombie-Meute rein. Wollen die paar Polizisten noch platt machen? Mit ihren Waffen, die sie auf einmal erschießen können. Ach, verdammt ich doch. Geht doch. Die Schnetzel. Lauf, Nick, lauf! Und jetzt gibt's. Boah, aber so eine richtig fette Menge an Punkten. So, dann haben wir gleich keine Gegenstände mehr. Ja, du. Ein paar kann ich. Das ist alles weg. Mit guten, durchdachten Waffen. Eine ganze Zombie-Armada zerlegt. So, keine Waffen mehr. Jetzt ziehen wir uns zurück. Erstmal eine Limo zum Tanken. Ein Hustensaft. Gehen wir gleich mal an Anna weiter. Und die Waffe da vorne nehmen wir doch mal mit. Was haben wir da noch? Die Parkuhr, auch mal gleich ausgerüstet.
Hey, hörst du auf mich zu schießen, du Penner? Verdammt! Nein! Bist du tot? Oh, tut mir leid! Das wird gehen. Du bist in Ordnung. Nimm das. Ich bin die... So. Und perfekt, jetzt noch ein Level up. So, eine 20er Pistole, noch eine 20er Pistole. Also wenn man sich das so überlegt, könnte man durchaus diese andere Herausforderung da mal noch machen. Müsste ich nur ein paar Pistölchen vorher einsammeln. In dem Fall hätte ich schon zwei. Ne, drei sogar. Das macht 60 Schuss. Das heißt, das erste hätten wir dann schon geschafft. Noch mit einem ordentlichen Uzi oder dergleichen da reingebrettert. Das wäre eigentlich ideal. Probieren wir das mal. Beziehungsweise, wir sind jetzt immer noch auf Suche. Der Bauplaner da vorne muss irgendwo eins sein. Ah, auf dem Truck selbst. Jetzt sehe ich's. Und was haben wir da? Heavy Metal. Ein Kantholz plus ein Bleirohr. Dann kommen wir den Heavy Metal Stab. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Chiller Musik. So, da war auch nichts. Da irgendwo auf dem Dach liegt was. Da muss ich aber erstmal reinkommen. Da ist ein Kino. Gehen wir mal durchs Kino. In der Nähe hat sich ein tragisches Ereignis. Finde mehr heraus um das tragische Ereignis. Wir haben Besuch. Okay. Das ist nicht gut. Freak Alarm! Sie kommen her! Ja, kommt schon. So viel zu unserer Schießkunst-Übung. Ja, das Bleirohr und das Heavy Metal vielleicht mal mitnehmen sollen. So, Blendgranate. Und boom. Acetyl irgendwas Rohr. Wollen wir es gleich mal werfen. Selbiges hier. So, auch mal werfen. Das kann man angeblich hier zünden. Oh ja, lustig sogar. Oh, Anna. Vorsicht. Hopp, dann mach halt mal einen Kollegen da platt, meine liebe Dame. Polizeischild und Schlagstock. Ich komme. Ich hätte die Waffen vielleicht doch nicht so verschwenden sollen vorhin. In dem tragischen Ereignis geht mir immer noch im Sack. Tragisches Ende. Statuen und Baupläne werden gesammelt, wenn ZVK-Lautsprecher zerstört werden müssen. Was? Ach nee, während die Dinger zerstört werden müssen. Okay. Jetzt hat mir eigentlich nur noch mal gesagt, dass man da was bekommt. Ich jetzt aber noch nichts gesehen habe. Eine Leuchtpistole. Anna, du kriegst mal das da. Mal wieder im Müll gewühlt. Keine Ahnung, was das macht. So, Anna, komm mit. Ha, jetzt hat sie endlich mal ihren Stab wieder ausgepackt. So, komm mit, meine Dame. Jetzt gibt es einen Metallschläger. Dann gibt es eine Brezel. Hopp, die Brezel gebe ich dir mal, damit du was hast. Das Ding benutze ich selber mal. Baseballschläger. Ach, du Scheiße. Wir haben Besuch. Bam! Okay, warum zum Teufel? Der Baseballschläger ist für den Arsch. Da ist eine Waffe. Ein Sturmgewehr. Sehr gut.
So, machen wir uns erstmal ein bisschen hier oben Platz. Und das da hat auch noch ein bisschen Schuss. So, und hier soll jetzt irgendwo so ein tragisches Schicksal sein. Das verstört mich ein bisschen, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Ich sammle gerade mal das Essen ein. Muss meinen Kameraden da ja auch hochheilen. Das geht. Du bist in Ordnung. Ich weiß, ich will ja auch nicht, dass du stirbst. Sonst sterb ich. Eine Bonbon-Tüte, bitteschön. No. Wasserflasche. Hey, das ist super. Und wir holen uns auch mal noch was mit. Softdrink. So. Da haben wir noch eine Granate. Flashbang. Zack, zack. So, wo ist jetzt das tragische Schicksal? Da kann man noch Klamotten mitnehmen. Lederjacke. Oh yeah. Senden wir da noch ein. Was? Hallo, Kollege, ich will das da anvisieren. Hallo. Okay, da hakt's auch noch so ein bisschen bei dem Spiel. Ich will diese Jacke. Card Direction, da war's. Geht doch. Da, jetzt haben wir das nämlich auch mal freigeschaltet. Total cool. Naja, ihr habt einen seltsamen Geschmack. Ich find's nicht so hübsch. Dämliche Waffe weg. So. Kantholz. Ernsthaft, was meinen die mit dem verdammten tragischen Schicksal? Ich weiß nicht, was ich da rausfinden soll. So, Feuerwehr-Axt. Ein Schutzanzug. Den gönnen wir uns gleich auch mal noch. Eine Zementsäge. Sehr gut. Und der Schutzanzug. Ah, oh, das sieht geil aus. Sieht irgendwie komisch. So. Gehen wir mal aufs Dach, wie es aussieht. Dort befindet sich eventuell mal das Ereignis, von dem wir die ganze Zeit reden. Bonbon-Tüte kann ich mal futtern. Nehme ich wieder das. Okay, schön. Die Metall. Cool. Nimm das wieder weg. So. Und das Ding kann man einfach mal fallen lassen. Kein Mensch braucht ein Kantholz. So. Sind wir auf dem Dach. Das tragische Ende. Meinen die etwa den Typen da? Dann wüsste ich trotzdem nicht, wie ich zu dem kommen soll. Holy shit. Das nenne ich aber mal eine fette Uzi. Ich will nicht das Holzding, verdammt, diese Anvisierung der Gegenstände, das stört mich noch ganz schön. Speck, alles, der Typ hatte was gehabt. Wahrscheinlich ist er dann nur ermordet worden und beziehungsweise dort runtergefallen. Und hat demnach sein tragisches Schicksal. Oh, Mist. Ja, und wie soll ich da jetzt... wie soll ich da hin? Gehe ich ja selber drauf, wenn ich da hinspringe. Von der anderen Seite? Was haben wir denn da eigentlich noch rumliegen? Auch noch Waffen. Alter, aber so richtig was. Mit den Waffen in petto, da können wir doch bestimmt diese Herausforderungsmission machen. Jetzt ordentlich wieder Punkte einsammeln. Ja, also, ernsthaft, wie kam denn der dorthin? Das ist ja kein Fenster oder dergleichen. Ich glaube, das ist dieses tragische Ereignis. Scheiße. Dran vorbeigeflogen. Geht mir nicht auf den Sack. Nee, also ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll. Tut mal sorry, wenn ich es rausgefunden habe. Gucken wir uns das mal an. Bis dahin. Hast du einen Termin? Ja, nehmen wir das Taxi. Ups, Entschuldigung. Ich bin keine Komm rein. Zielscheibe. Entschuldigung. Ja, komm rein.
Weil er sagen so 3 Trillionen Mal und ich sehe einfach nichts. Arschloch! So, und das meinte ich vorhin mit nicht genügend Zombies für diese nette Herausforderung. So. Jetzt dürften wir aber mehr als genügend Zombies finden. Um das in denen eine Minute zu schaffen, beziehungsweise haben auch genügend Munition. Da oben liegt, glaube ich, auch wieder was. Ne, liegt's nicht, schade. Überlebenstraining, jawohl. So. Dann wollen wir mal. So, gehen wir oben. Hopp, komm, ich brauche ein paar mehr Kills hier. Scheibenkleister, ich krieg die 63 Kills wohl doch nochmal hin. Nö, schade. Jetzt ist jetzt übrig. Ach, verdammt ich doch. Nein. Naja, immerhin. 20.000 PPs erhalten. Ist doch auch schon mal ein bisschen was. Aber Level Up hat es jetzt nicht mehr gereicht. Verdammt ich doch. Ah, ich bin Level Up. So. Dann gehen wir einfach mal zum Hauptpunkt da hinten wieder zurück.